Geboren bin ich in Afghanistan, in einer sehr liebevollen Familie. Als ich 13 war, hat mich meine Mutter auf die Flucht schicken müssen. Für uns Afghanen von der Minderheit der Hazara gibt es weder in Afghanistan noch in Pakistan ein sicheres Leben. Mein Bruder musste diese Zustände im vergangenen Herbst mit dem Leben bezahlen. Solange es Krieg gibt, werden die Menschen davor flüchten. Sie brauchen einen sicheren Ort. Das ist die einzige Wahl, um zu überleben. Auf der Flucht lernt man auf sich selbst aufzupassen, weil man alleine ist. Man spürt die ganze Zeit den Tod auf der Flucht. Ich habe gelernt, mein Leben selbstständig zu meistern, Neues zu erlernen und zu erleben. Mein Ziel war es, eine Heimat zu finden, in einem Ort zu leben, wo sich alle akzeptieren und respektieren. Wir sind alle Menschen und wollen alle das Gleiche. Also müssen wir immer mit Liebe, Menschlichkeit und Respekt miteinander umgehen. Ich habe mir in einem neuen Land die Sprache angeeignet, Freunde gefunden und Arbeit. Ich liebe Wien, weil Wien mich liebt. Ich habe hier viele gute Chancen. Das ermöglicht mir diese tolle Stadt. Und ich werde immer das Beste daraus machen. Und man kann, wenn man sich bemüht, viel erreichen. Ich wünsche mir einfach Frieden auf der Erde. Damit die Erde ein besserer Ort wird, müssen wir alle zusammenhalten und unseren Beitrag dazu leisten. Mein Name ist Hadi Mohammadi. Ich war lange auf der Flucht. Und jetzt mache ich die Ausbildung zum Bibliothekar.